Kommentare. Facebook. Autor Richard Stroppel. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Die Corona-Krise macht auch vor Weihnachten nicht Halt und verändert das Fest nachhaltig. Ein Schlagerstar konnte sich nun über das für ihn beste Geschenk freuen. Siegburg, auch vor dem Weihnachtsfest macht das Coronavirus nicht Halt und so ist auch an den Feiertagen in diesem Jahr alles etwas anders. Auch hier muss nun möglichst auf Kontakte verzichtet werden. Das führt bei vielen Menschen dazu, dass das Weihnachtsfest in sehr viel kleinerem Kreis stattfinden wird. Da geht es den Schlagerstars nicht anders als jedem anderen. Selbst Helene Fischer musste ihre ZDF-Sendung im Jahr 2020 komplett umwerfen. Schlagerweihnacht. Ross Anthony freut sich über das beste Geschenk für Schlagerstar Ross Anthony. Gab es nun allerdings ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Er selbst spricht vom besten Geschenk überhaupt. Seine Mutter hat es aus England nach Deutschland geschafft und so können Ross, sein Mann Paul und Mama Anthony gemeinsam feiern. Ich kann es immer noch nicht glauben, schreibt Ross zu einem Foto mit seiner Mutter und erklärt, warum dieses Treffen so große Emotionen bei ihm auslöst. Ich habe sie endlich nach einem Jahr wieder in den Armen halten können, getestet und Quarantäne natürlich hinter uns, und es hat sich so wahnsinnig toll angefühlt, so der Schlagerstar. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Dollar Caption Dollar Voter Dollar Time Schlagerstar Ross Anthony mit rührendem Posting. Fans freuen sich mit, bei den Fans sorgen das Foto und die rührenden Worte von Ross Anthony für große Begeisterung. Wie toll ist das denn? Freut sich etwa ein User in den Kommentaren. Ich freue mich so sehr für dich, meint er weiter. Das freut mich von ganzem Herzen, schreibt auch ein anderer Fan und das ist ja wunderschön, meint ein weiterer Punkt auf dem Foto. Strahlen Ross und seine Mutter um die Wette. Der Schlagerstar umarmt seine Mama dabei von hinten, während beide gemeinsam vor einem prächtig dekorierten Weihnachtsbaum stehen. Unter dem Baum liegen sogar schon reichlich eingepackte Geschenke. Das wohl schönste Geschenk ist aber sicher das Wiedersehen mit der Familie. Ein Wiedersehen feiert die Schlagerwelt auch bei der Helene Fischer Show am 25. Dezember. Die Gastgeberin verriet vorab, was die Fans genau erwartet.